Kosten. Kosten fallen immer an, wenn ihr etwas gründet, auch wenn ihr noch keinen Umsatz habt. Das heißt, die entscheidende Frage hier, was ihr dort einfüllt, ist sehr einfach. Ihr müsst die fünf entscheidenden, wichtigsten Kosten dort hinschreiben. Ist es die Miete? Sind es Mitarbeiter? Sind es Investitionen, die ihr tätigen müsst in Maschinen? Schreibt das hin, identifiziert, wofür ihr Geld ausgeben müsst. Wenn ihr das identifiziert habt, ist die nächste Frage, wie flexibel sind diese Kosten? Sind sie variabel, sprich hängen sie vom Umsatz ab? Also je mehr ihr verkauft, desto höher sind die Kosten. Das ist natürlich gut, weil damit verdient ihr immer schon was oder ihr müsst nur Kosten zahlen, wenn Geld reinkommt. Aber es gibt natürlich auch sehr viel fixe Kosten. Fix heißt, unabhängig vom Umsatz fallen diese Kosten an. Diese Unterscheidung müsst ihr in diesem Feld machen, damit ihr ein Gefühl bekommt, wann welche Kosten anfallen und wie variabel die sind.